Message, die ist halt wichtig, ne? Ja. Muss immer deine Message rausbringen. Wenn du eine Geschichte erzählst, so läuft das ab. Ja klar. Herr der Ringe hatte bestimmt auch so eine Message oder so, oder da weiß ich noch, Harry ja, Potter, andere berühmten Geschichten. Das waren die guten alten Zeiten. Dann, heute wäre Frodo halt schwarz. Ja. Das ist kein Scherz. Und normal gewachsen. Ja, ne, dann musst du dir mal die Netflix-Show da von Herr der Ringe angucken. Naja, habe ich nur schlechtes gehört. Ja, ich weiß, dass der eine Elf da, der ist ein Afroamerikaner. Ja. Ja, ne, die waren alle irgendwie nicht so. Ich glaube, bei denen hat keinen irgendwie so die so ein Aussehen hergepasst. Ja, Sauron ist ein Mensch, also das spielt ja vor den Filmen, wie der Sauron von irgend so einem obdachlosen Bettler zu Sauron wird. Da ist leider. Okay, warum hatten wir mit einem Schlag jetzt die Hälfte seiner AP verloren? Doch, lass dir. Okay. Das ist unsere Hose. Wollen das Schlimme ist, diese Sendung, die hat $1 Billion gekostet, um die zu machen. Ja, ja, die war sehr teuer. Ja, und da war die total beschissen. Ach, was soll's, ist ja nur eine der berühmtesten Geschichten, die erzählt worden. Ja, die sollten Sachen, die alt sind, einfach in Ruhe lassen. Die schaffen es einfach, keine moderne Fortsetzung von irgendwas hinzukriegen heutzutage. Der einzigste, der das geschafft hat, ist Tom Cruise. Was wissen die Leute von damals? Ja, der einzigste, der in der. Es ist ja so, wenn er heute versucht, was in den Herr der Ringe-Film machen zu würden, dann wird es zum Kosten. Wahrscheinlich, dass die das richtig hinkriegen, ja. Tom Cruise hat's hingekriegt. What? Oh, der hat eine Fortsetzung von Maverick gemacht. Sag mal gar nichts. Alter Jetpilot-Film, da hat er damals, der hat eine moderne Fortsetzung davon gemacht und die ist super angekommen. Die hat auch er gemacht, also. Der hat nicht einfach nur darin mitgespielt. Ja. Er hat Regie geführt bei dem. Klar, eigentlich. Bestimmt, was der hat richtige der? Mix aus Nostalgie, moderne, neue Geschichte. Oh, ich steig gleich auf. Ein paar Gegner. Ich auch. Ich weiß ja gar nicht, ob du mit mir mitkommen kannst. Ich glaube, die Quest kannst du ja nicht mitmachen. Das ist ja meine Quest. Weiß ich nicht. Ich habe ja auch irgendwie so eine Barbaren-Quest. Aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Also, wir waren da noch nicht so in dem Gebiet. Okay. Level 25. Yay. Yeah. Und das direkt was auf der Karte aufgetaucht. Wo ist denn das? Da ist das. Totenbeschwörer, Ruf der Unterwelt. Bete am Schrein von Raten. Schrein von Raten, aber war der nicht gerade? Ja, ja. Also, das ist der Sohn von Lilith. Ja, ja, wir hatten was mit dem Sohn zu tun, aber wir waren nicht bei dem Schrein von dem. Wo ist das so auf der Karte? Ich weiß nicht, wie soll ich dir das sagen? Das ist also irgendwo, wo wir schon waren oder nicht?
Ja, in der Nähe von der Stadt, das ist in der Nähe von Menestadt. Also einfach mal nach Menestadt. Okay, dann lassen wir erstmal in den Keller hier reingehen. Vom Keller gefunden. Wie hast du das gesagt? Ich wollte gerade wegreisen. Ich muss erstmal den Keller hier ausräumen. Ja, ein Buch schwebt. Schwebt doch schon die ganze Zeit, ey. Ja. Ja. Ja, ich habe meine Ultimative eingesetzt. Ja, meine finde ich auch gut. Das ist so eine Aua. So eine AOE ist das. Die falsche? Ja. Der andere war irgendwie so ein Buff irgendwie für mich und das andere waren diese drei Typen, die ich beschworen habe. In meiner Armee nur schwächen. Ja. Aufgestiegen. Oh, wir müssen einfach nur überleben, sehe ich gerade. Das schaffen wir. Glaube ich. Mal sehen. Oh Gott. Ja, mal sehen, ne? Ja, das sind Elite-Gegner. Man steckt doch. Ich bin noch nicht bereit. So. Ja. Goldene Handschuhe und eine Blutkugel, weil auch immer das ist auch golden. Okay. Ja, das ist besser. Da, Antivirus, geh weg. Da wohl ein mehr Verteidigung. Ah, das ist ein Bogen. Ich dachte, ich habe was für dich gefunden, aber war ein Bogen. Kann ich nicht benutzen. Hat alles? Ich habe alles. Na gut. Na, dann musst du mir jetzt sagen, wo wir hin müssen. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach Menestadt. Teleportieren wir erstmal dahin. Das ist links hier. Ganz weit links. Ja. Dun, 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 dun. Lass mal kurz verkaufen da. Okay. Ein bisschen schmieden. Braucht ihr Schmiedekunst? Ah, das ist neu. Oh, der hat was Goldenes zum Kaufen, ey. 121.000. Nehmt ruhig was übrig. Bei dir auch was Goldenes, Daniel? Also nicht. Nimm an, ne? Ja. Wir sind schlechter als was ich hab.
hier nicht tun. Das kann ich hier nicht tun. Dann hör doch auf, es zu tun, Daniel. Warum willst du das denn immer? Ich habe nicht genug Wut. Er klingt immer so zivilisiert wie der Arzt. Mich dünkt, ich mir fehlt es an Wut. Mich würde es wohlsonnen, wenn ich etwas wütender wäre. Okay. Ja, mehr Crit-Chance bitte. Was ist denn die letzte Fähigkeit, die wir ja noch lernen können? Und schon der Ultimate. Da steht auch irgendwie Paragon 50. Ja. Kriegen wir da noch mehr Fähigkeiten? Also nicht. Lass mal die Quest hier annehmen. Ja, ich bin schon weitergegangen. Ich komme. Beruhigt euch, alter Mann. Was plagt euch? Rückenschmerzen. Sie hat meine Ritter massakriert, als wären sie wehrlose Kinder. Du hast Ritter? Ihr Gesicht war schmerzverzerrt, als geschehe es gegen ihren Willen. Die Axt schien sich von dem Blut zu nähren. Erzähl mir mehr davon. Muss er diese verfluchte Axt abnehmen? Die Stadtmiliz hat keine Chance. Okay. Du stellst auch immer nie Fragen danach, ne? Nö, das interessiert mich doch gar nicht. So. Dann geh vor. Okay. Weil ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss mal gucken, wo meine ist. Ist meine vielleicht auch in der Nähe da? Also zweifle ich eher. Der ist noch. Ja, die ist noch ganz, die ist ganz weit links bei mir, meine Mission. Okay. Weiß nicht, wie weit deine ist, aber meine ist. Ja, so weit ist die nicht. So zwei, drei Gebiete noch weiter ist die irgendwie. Sind gleich da. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ist das? Ja, und da kam Gold raus. Wo ist denn das? Unten irgendwo. Ich muss warten. Jetzt noch hier rum. Noch einer leben. Ist jetzt hier da lang. Den da hinten auch noch getroffen. Na, jetzt hier rum, dann sind wir da. Na, wer ist denn da noch? Na, was ist das hier? Warum zersetzen der sich so? Na, jetzt muss ich hier beten. Trete in Kontakt. Musst du jetzt einen Golem erledigen, bevor du ihn beschwören kannst? Nee, noch nicht. Ich höre eine Stimme, wer ist das? Ich höre deine Stimme auch. Meister der Toten, hier steht jetzt ein Geist bei mir, wer seid ihr? Die Geister flüstern von mir. Wahrer Freund des Todes und der Schatten. Ja, das bin ich. Ich weiß nicht, was du da machst, Daniel, aber ich kann dich nicht sehen. Noch ein Golem, ein Blutgolem und ein Eisengolem.
Man kann sich ja nämlich mal ändern oder so, ne? Ja, das kann man sich später immer wieder aussuchen. Das. Ich muss dann erstmal freischalten. Okay, ich muss jetzt erstmal Knochen sammeln. Natürlich. Ja, ja, klar. Benutzt einfach deine Skelette. Ah, deine Skelette sind wieder aufgetaucht. Sammel ungebrochene Knochen, 12. Da sind ein paar. Nehmen wir die. Jetzt brauche ich noch 9. Wo sind denn Gegner? Ja, von jetzt sind hier nur noch Skelett. Jetzt sind hier nur noch Skelettgegner. Oh. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Soll ich nur in dem Gebiet hier bleiben oder wo sind hier noch mehr Gegner? Ich habe hier so einen, weißen Rand in dem Bereich hier. Ich brauche mehr Zeit. Ich weiß nicht, ob ich den nicht verlassen darf, aber. Ich nehme an, da kommen da nur Gegner in dem Bereich. Ich muss warten. Nein. Sechs. Sieben. Ah, da sind noch mehr. Kann ich einfach warten? Oder vielleicht nicht. Zwei an Axt, Rang 1. Dann noch 2 Stück. Ich habe wieder was Goldenes gefunden. Google des Zirkels. Ich habe eine Tafel gefunden. Eins von den Dingern, mit dem wir irgendwie nicht interagieren können. So, hab alle Knochen. Dann bau dir deinen Golem zusammen. Ellen, weg. Und dann musst du da zum Schreien. Ich muss jetzt hier lang. Ich brauche mehr Zeit. Alles klar. Ich hier richtig. Ach, deine Skelette sind voll. Die waren weg von der Sekunde. Wo ist denn das Symbol? Wo ist, wie weit ist denn das weg? Hm? Wo ist denn das? Soll doch hier in der Nähe sein. Auf der großen Karte finde ich überhaupt nichts. Finde die Höhle. Wo sind die? Scheiße. Mal, jetzt ist hier schon wieder ein Ereignis hier. Ne? Das ist jetzt nicht für meine Quest hier, ey. Braucht ihr meine Hilfe? Mein Kind. Ups. Ganz allein in der Finsternis. Bitte. Weiß ich nicht. Mein Baby zu finden. Geh mal einfach weiter. Okay. Ich weiß nicht, wo das ist zum Teufel. Ich geh jetzt einfach mal in die Richtung. Ich finde das auf der großen Karte nicht hier. Ich geh jetzt einfach mal in die Richtung von dem Symbol da. Finden. Da ist ein Artefakt. Ich muss warten. Ich folge dir einfach. Ja. Egal, wohin dein Weg dich führt. Wie ist das hier richtig? Ja, das scheint richtig zu sein. Sagt denn eine Quest, was er machen muss? Ich muss jetzt eine Höhle finden. Da ist ein Artefakt drin. Ah, nice, mit Axt. Ja, ich hab's gefunden. Ich habe die große Karte aufgerufen, da wird mir das Symbol gar nicht angezeigt von der Quest. Das ist eine sehr spezielle Quest. Hier in die Höhle rein. No, da kann ich gar nicht rein. Okay. Oh, oh. Jetzt krieg ich auf die Fresse. Komm schon klar. Oh.
Öffne das Seelengefäß. Zeit, um das zu tun. Ich muss warten. Öffne das Seelengefäß. So, jetzt kommen hier Geister. Die muss ich töten. Wie tut man nochmal E-Mails machen? Ja. Sieht die doch sowieso nicht. Na und? Also bestimmt irgendwie mal irgendwann welche holen oder so irgendwo. Folgt mir. Schau mich mal im Menü ja um. Beim Shop oder so, keine Ahnung. Tausend und einen Gruß, Wanderer. Guck ich mal all die Sachen an, die ich mir nicht leisten kann im Moment. Nom, nom, nom. Oh, das Pferd des fliegenden Höllen, das. Oh Gott. Ist ja gut, ich sehe deine AP auch nicht. Die sind bei mir voll. Hier sind ganz viele Symbole auf dem Boden aufgetaucht. Irgendwie da so ein Explosionsscheiß oder so. Boah, geh weg mit der Scheiße. Dann platte ich mal ein paar Gegner. Ich hänge sowieso ein bisschen im Level hinterher mit dir. Dann sehe ich mich irgendwo hier. Level 25, ey. Aber ich bin da ein paar Erfahrungspunkte hinterher. Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Wehgetan. Ach, du bist doch noch voll AP bei mir. Ja, ey, ich habe gerade fast auf Null, ey. Alter, typisch hier ganz viele unendliche Minions kommen, bis ich den scheiß Boss da besiegt habe. Aha. Ich brauche mehr Zeit. Und so gegen viele Gegner kämpfen. Ich komm mir mal wieder, ey, den ich den scheiß Boss besiegt hab, ey. Ich hab nur noch einen Trank. Oh nein. Also, das schaffst du, ich glaube nicht. Und deine Skelette. Weiß ich nicht, ich bin gleich tot. Endlich drauf, du Scheißschlampe! Boah, ich hab sie getötet. Alter, ey, ich wäre beinahe aufgegangen. Ich hab keine Tränke mehr, ey. Fucking hell, ey. Geister, ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns und dass wir auf das Gleichgewicht schützen. Na klar. Ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns. Und auf dass wir uns das Gleichgewicht schützen. Ich hab grad nicht mehr. Hört sich so ohne Kontext voll merkwürdig an. Ja, ich weiß. Ich sitze einfach nur so vor dem Loch. Quest abgeschlossen. Man kommt ja wohl wieder da raus.
Okay. Wie geht das jetzt? Kannst du jetzt einen Golem beschwören? Warte mal, ich muss erstmal. Vielleicht gehe ich erstmal hier raus, vielleicht dann. Grüße. Hey, so. Oh, du bist fast tot, ja. Ja, ich weiß, ich habe auch keine Tränke mehr. Ich halte dich ein bisschen hoch, mein Kriegsschrei. Wie geht das jetzt? Ich muss mal gucken. Golem, 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 Golem. Wenn der das mal raus, oder ne, raus. Aber ist das ein untoter Golem? So, wie mache ich das jetzt? Weil das wollte ich jetzt nicht, das ist hier wieder unnötig kompliziert. Boah, kann ich das denn auswählen? Golem. Also was kann der? Was hat der für jedes Mal, wenn wie viel noch übrig ist von der Welt? Ja, ich habe bis jetzt erstmal nur einen Knochengolem. Die anderen, der Blut kommt auf Level 28 und der Eisen auf 32. Okay. So, warte mal, wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt irgendwie die Fähigkeit dazu weisen. Na, was hat denn jetzt? Na, ich müsste jetzt irgendwie dazu weisen können, aber geht irgendwie gar nicht. Drück jetzt gerade mal. Na, nicht teleportieren. Wie macht man das denn jetzt? Ich muss eine Fähigkeit in meine Leiste einweisen. Wenn er unter Fertigkeiten gehst und dann den linken Stick reinsetzt. Ich weiß, wie man einweist, aber das ist eine, die ist nicht in meiner Skillliste, die Fähigkeit. Die ist ja nicht in meiner unter Fertigkeiten. Ich weiß nicht. Wie geht das? Ich bin wieder zu blöd dafür, warte mal. Ich hab mich da hier noch verangriffen, lass mich mal hier. Mal gucken, was ist das Symbol dafür? Knochensturm. Ja, wie füge ich das jetzt hinzu? Boah, wie geht denn das? Wie füge ich das in die scheiß Leiste da rein? Weiß ich auch nicht. Ey, leck mich doch. Mann, ich weiß nicht, wie ich das in die Leiste da packe. Hier ist so eine kleine Liste, wenn man seine Fähigkeitenliste da anguckt. Und da unten ist das auch. Ich weiß nicht, wie man das da. Boah, wie geht denn das? Wie fügt man das da rein zum Teufel? Ich versuche das D-Pad. Geht auch nicht. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Muss man was anderes ausnehmen? Vielleicht kommt er automatisch. Nee, nein, das ist es. Das machen viele falsch. Du brauchst eine Fähigkeit in deiner Leiste, um den zu rufen. Deshalb fragen sich viele, googeln das viele, wie ruft man den scheiß Golem? Du musst die Leiste, eine Fähigkeit in die Leiste packen. Ich weiß nicht, wie man die da reinpackt. Die ist nicht hier in der die ist nicht hier im Fertigkeitsbaum aufgelistet. Diablo 4. Golem beschwören. Ja, das Video, das habe ich schon ganz oft gesehen. Xbox. So.
So beschwert man den Goal nach Level 25, bla 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 bla, erledige ich die Quest. Die Quest habe ich schon. Geht jetzt nun in euren Skillbaum und wechselt dort zu Fertigkeitszuweisung. Ja, habe ich ja. Und jetzt, ich finde, ich weiß nicht, wie man das da unten auswählt. Das kann ich nicht auswählen. Öffnet erneut das Buch der Toten und wählt dann euren Golem-Typen aus. Ja, habe ich schon. Geht nun in euren Skillbaum und wechselt dort zu Fertigkeitszuweisung. Ja, ich kann das da unten nicht auswählen. Da unten ist das Symbol für den Golem. Ich weiß nicht, wie man. Der Golem erscheint dann automatisch und ihr müsst nichts drücken, um ihn herbeizurufen. Ja, aber ich muss den scheiß Skill da in die Liste packen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Wie geht denn das schon wieder? Habe ich noch nicht genug Level oder was? Du hast ja da deine Skills und darunter ist Buch der Toten öffnen irgendwo, ne? Ja, und da sind zwei Symbole. Das eine ist mein normales Skeleton beschwören und daneben ist noch so ein Symbol. Das ist der Golem. Aber ich weiß nicht, wie man das auswählt. Ich kann hier nichts bewegen. Kannst da nicht draufdrücken oder irgendwie sowas? Nein, ich kann nichts bewegen. Daneben steht auch Buch der Toten. Ja. Ich nehme an, der kommt dann automatisch schon, ne? Ne, der müsste ja wieder. Wodurch denn? Muss den ja rufen. Ja, da steht auch passiv irgendwie. Also verschiedene Skill-Leistung und schon scheint der Golem. Man braucht dafür nicht also zu drücken. Ich weiß, dass man einen Skill, man kann sogar mit dem Golem angreifen. Dafür muss man einen Skill in die Leiste da packen. Vielleicht hast du ihn schon irgendwie da reingepackt. Nein, ich sehe da, ich kenne die ganzen Skills, die ich da drin habe. Gehen wir mal einen Kampf rein. Das ist dann wieder nervig gerade. Gehen wir mal einen Kampf angucken. Ich habe da extra nachgeguckt. Wieso kann ich das nicht auswählen zum Teufel? Ich brauche mehr Zeit. Das weiß ich auch nicht. Hier ist ein Gegner. Also ich sehe nichts. Weiß ich auch nicht. Ja, also ich sehe das scheiß Symbol von den Golem. Ich kann das irgendwie nicht. Ich kann da nichts bewegen. Ich kann ja nicht auswählen. Das ist irgendein Grund, der. Stand irgendwie was von, du musst dann auswählen. Du bist ja, die Golem-Art auswählen. Ich kann das aber nicht auswählen. Ich weiß, was der meint. Ich meine, die Golem-Art, die du haben willst oder so, musst du hab auswählen. Habe ich schon. Bist du denn so scheiß kompliziert sein? Meine Fresse, nee. Ja, ich habe das doch jetzt ausgewählt. Jetzt tu das scheiß Ding beschwören. Da weiß ich auch nicht. Ich auch nicht, das ist das Problem. So offscreen herausfinden, leider. Na, das nervt schon wieder eh. Ja, spielen sowieso nur noch eine halbe Stunde, von daher. Ja. Geht eigentlich anders. Der Golem will einfach nicht. Ja, das geht mir schon wieder auf den Nerven gerade. Ich habe da extra nachgeguckt, wie man den beschwört. Da muss erst seine Skelette vielleicht rausnehmen. Du kannst dann irgendwie nur Skelette, nur Golems benutzen, keine Skelette. Das weiß ich, das bezweifle ich eher. Ja, vielleicht muss erst seine Skelette rausnehmen. Ich muss warten. Na, versuch das mal. Oh, Lederhosen. Was soll ich? Ich habe zwei goldene Sachen wieder gefunden. Versuch mal deine Skelette aus der Leiste zu nehmen. Ja, das gefällt mir schon wieder nicht. Oh, coole Sachen für mich. Vielleicht kannst du nur eins von beiden nehmen.
Jetzt versucht den Golem da reinzuziehen. Geht aber irgendwie nicht. Ma, wieso geht das denn nicht? Ich habe da zwei Fähigkeiten da unten angezeigt, aber ich kann die nicht auswählen. Ich weiß nicht, wie man die anwählt. Boah, also der respawnt. So, wie soll euch? Das ist jetzt gar nicht gut. Jetzt habe ich, ich weiß jetzt immer, oh, scheiße. Also das wird auch nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, wie man den Skill da wieder reinpackt. Boah. Oh mein Gott. Ja, das sind Skills, die sind nicht in meiner Fertigkeitenleiste aufgeführt. Ich krieg grad einen Anfall, Daniel. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich kann gar nichts jetzt machen gerade. Wie packt man das denn jetzt wieder da rein, ey? Das war nicht so eine gute Idee, herauszunehmen. Also alles, was ich machen muss, ist, ich muss einfach nur den Skill auswählen, ja, bei Fähigkeit so weiter. Ja, aber mein Beschwörungsskill für Untote, der ist nicht in der Fähigkeitenliste aufgeführt. Geh mal unter dein Totenbeschwörerbuch oder was auch immer. Ja, oder da sind keine Fähigkeiten, die man auswählen kann. Die Skills kann man nicht auswählen, also nicht in Liste ziehen oder so. Hm. Hier steht nicht irgendwas davon, von darüber ziehen oder so. Oh ja. Mein Gott. Ja, irgendwie muss er das ja zum ersten Mal irgendwie ausgerüstet haben damals. Ja, das war von Anfang an schon ausgerüstet. Ich musste das nicht reinziehen oder so, das war schon da drin in der Liste. Hm. Oh, jetzt glaube ich, habe ich gerade meinen Charakter zerstört irgendwie. Guck mal auf Englisch. How to summon a Golem, also Necromancer. Vielleicht wissen die englischsprachigen Leute irgendwas. Wie man den beschwört. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie man generell ein Skelett macht, ey. Also ich habe hier so ein Bild, da sieht man das irgendwie, wie das bei dir aussehen könnte. Dass du deine ganzen Skills für deinen Basisangriff und was weiß ich nicht alles, ja, dein Ultimate. Ja, nicht verfügbare Fähigkeiten anzeigen. Und dann da unten hast du irgendwie so zwei Dinger. Und daneben rechts steht auch der Toten, Book, ja. Book of the Dead, ja. Und der zweite davon ist dieser Golem, ne? Ja, da gucke ich, ja, dann gehe ich auf Golem. Und da habe ich die jetzt Knochen Golem ausgewählt, aber da bringt das gar nichts. Ja, und da kannst du nicht drauf drücken, gar nichts. Ja, doch, habe ich doch ausgewählt. Ist hier, ich habe aktiv gemacht, ja, aber ich kann nichts. Das ist nur passiv oder ich weiß nicht. Ich kann da keinen Skill rüberziehen. Das ist nur der den Modus von dem Golem da bestimmt, ey. Was für ein Golem das ist. Ich muss put the gold. Doch, da steht aber, du musst die Golem-Ability. Ja, in die Leiste packen, aber das geht nicht. Ja, kannst du nicht jetzt runtergehen, kann nachdem. Kannst du ja nicht draufdrücken, dann runterdrücken und dann gehst du da runter. Upsala. Wie soll man denn. Ich glaube, wir sind im falschen Menü. Ich kann jetzt hier. Ich habe hier das Golem, den Knochen-Golem, dann sind da drei Sachen, die ich wählen kann. Nein, ich meine. Ich kann jetzt nicht mal mehr meine normalen Skelette rufen, weil ich die Fähigkeit aus der Leiste genommen habe. Geh mal unter Fertigkeiten. Drück mal Start bei dir. Ja. Fertigkeiten. Ja, ich bin auch unter Fähigkeiten. Und die sind hier nicht in der Liste aufgeführt da. Unter drücke den linken Stick rein. Passiert nichts. Wenn du den linken Stick reindrückst. Ja, okay, ja, okay. Ja, und da hast du die ganzen Fähigkeiten. Jetzt geht es. Ich hab dich vom linken Stick drücken hast du nichts gesagt, weil du mir gesagt hast, du weißt, wie man Skills
Ich habe dir vor 10 Minuten gefragt, ob du weißt. Ja, aber du hast gesagt, ich weiß, wie man die Skills da reinpackt. Ja. Dann tue ich die anders zuführen. Ich gehe immer in meinen Fertigkeitenbaum und dann drücke ich Dreieck und dann steht da Fertigkeiten zuweisen. Ah. Ich mache das anscheinend. Gibt's das mit dem Stick, dass man den reindrücken kann, um zuzuweisen? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich wusste, wie du das jetzt beschrieben hast, gar nicht. Das ging nicht, weil diese zwei Fähigkeiten nicht in diesem Fertigkeitenbaum aufgeführt sind. Ja, aber jetzt müssten die da sein. Wenn ja, den linken Stick. Auswählen. Ja. Boah. Boah, meine Fresse. Ich habe dich vor 10 Minuten gefragt. So, ja, ich weiß, wo man die Skills da einpacken. Ja, weiß ich auch. So, da ist jetzt, da und da ist dein Golem. Und jetzt mache ich ihn platt. Fucking hell, das war kompliziert, ey. Das wäre ein sehr geiler Part. Also hat sie. Aber hast schneiden jetzt auch Schneiden wir alles raus. Da bleibt alles drin. Ich werde dich verklagen. Ich werde Gerüchte verbreiten, dass der Kanal die Arische Bruderschaft unterstützt. Aber du hast jetzt Skelette und den Golem gleichen Zeit. Ja. Okay, ja. Sehr gut. Ich kann sogar so einen Angriff mit dem Golem machen irgendwie. Je nachdem, wo ich den ausgerüstet habe, stehen den aus. Weil der ist beim Auto durchsichtig. Ja, war ja klar. Da können wir jetzt weitermachen. Ja, Feierabend machen können wir. Okay. Ja, ein paar Minuten noch so. Aua. So, meine Quest dauert leider noch ein bisschen. Dann ist noch viel zu weit weg. Meine Barbaren-Quest. Ja, warum mach ich da? Ja, legt das mit dem Stick da, dass man das zumeißen kann, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hab das immer anders gemacht. Ich gehe in meine Fertigkeitsliste und dann drücke ich Dreieck und dann steht da Fertigkeit zu. Ja, da habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass das geht. Ja, das geht auch. Und wenn ich das auf diese Methode mache, kann ich. Ich habe diese zwei Symbole da gesehen für Skelette rufen und dem Golem, aber ich konnte die nicht auswählen, weißt du? Mhm. Die Methode kann man die da nicht auswählen, die Dinger. Na, jetzt weiß es ja. Oh, ja, gut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Fucking hell, ey, das war so unnötig, ey. So ein typischer Vegas-Moment wieder. Ach, dann, ja. Toll. Lass uns im Keller ja austoben. Okay. Boah, das war schon wieder schlimm genug, ey. Ich glaube, ich werde das Spiel verkaufen. Dann gebe ich dir die PC-Version. Ja. Hey, wie geht's? Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Die Story kennen wir doch schon, ey. Ja, na, warum sind eigentlich in den Kellern immer irgendwelche Leute, die am Sterben sind? Ich glaube, ich war nicht bekommen auf meine Quest. Ich halte nicht länger durch. Ich frage mich, ob ich irgendwie einstellen kann, ob ich deine Dinger irgendwie besser sehen kann oder so. Spieler, wenn ich die sehe, sind die Skelette auch durchsichtig von denen. Ja, vielleicht kann man das ja irgendwie umstellen, oder? Ich habe das Spiel halt automatisch irgendwie nicht eingestellt, damit er halt irgendwie nicht, weil er nicht. Vielleicht noch verwirrender ist mit noch mehr Leuten auf dem Screen. Ey, die Fresse. Ja, pass auf. Naja, du hast keine Tränke, ne? Das waren bei dir keine Tränke hier. Aber wir tun dauernd irgendwie Tränke hier spawnen. Ja. Ich prügel die wortwörtlich aus die Gegner heraus. Ich brauche mehr Zeit. Ich
düse einfach in die ganzen Gegenstände rein. Ja, du Pfahl, nimm das. Oh, das hast du nicht gesehen. Bitte sag es nicht weiter. Jetzt spawnen noch mehr Sachen vor dir. Ja. Ja, der Golem ist der stärkste unter denen, den man rufen kann anscheinend. Ja, ist klar, ne? Ja, besser so, sonst wird die Quest ja voll. Ja, voll umsonst. Hm. So, machen wir jetzt hier noch ein paar Minuten. Hier ist noch ein Event. Was da machen? Oh, mehr ansehen. Zu machen, ey. Natürlich helfen wir dir. Direkt in meine Falle getappt. Oh nein. Er hat eine Falle hier gestellt. Was du mit deiner Klassenquest so kriegst. Oder nicht? Gleich ein Halbling. Das kriegt dann deine Schwerter. Ich bekomme einfach einen Bart. Peinlich gesehen. Er macht mich mächtiger. Ein Erfolg. Gepeinigte Seele. Ja, hab ich auch bekommen. Hat nur 25 Erfolge das Spiel. Ja? Ja, 25, ja. Das spricht meistens eigentlich dafür, dass die eher schwierig sind, wenn das nur so wenig sind. Naja, irgendwie schon. Machst du das die ganze Zeit hier mit diesen Angst? Ja, ja, das ist mein Golem. Ah. Oh, hier ist ein Boss. Oh, au, au, au. Das war die Platte hier. Ich bin noch nicht bereit. Au. Immer schön locker bleiben, immer schön locker. Immer schön geschmeidig. Schwach. Oh. Was ist das hier? Jäger. Von uns ist ja keiner ein Jäger. Außer Jäger der Herzen. Au. Hier haben wir irgendwo eine Quest. Das sieht aus wie ein Dungeon. Ja. Ich feuer einfach alle meine Angriffe. Weil es ist hier schon tot. So, hier ist noch irgendwie was. Lass mal zu Margrave gehen. Also irgendwie noch was. Gehen wir mit einem Gewählte. Wir lieben es ja zu malen, ne?
Aber ich mache nur Nacktgemälde. Nicht solange ich in der Stadt bin. Oder von anderen. Ja. Möge der Vater euch schützen. Weil sollen die schon beim Shop hier irgendwie Sachen mit Sockel verkaufen? Gib mir mehr Designs. Nichts verschwendet. Stufenbelohnung verfügbar. Okay, weiß nicht, was da war. Was ist denn ein Händler? Da. Bei mir sind jetzt irgendwie voll viele Sachen da gerade aufgeploppt. Nein. Gutes Geschäft. Bei Vaters Segen. Den hier und den hier. Gut. So, hier ist einer bei mir. Das kann ich hier nicht tun. Salam Koste. Ich bin immer noch unterlevelt. Geändert. Kennt ihr dieses Gemälde, das ich gefunden habe? Dieses Gemälde muss vor der Zeit meiner Mutter entstanden sein. Heutzutage würde solche Kunst auf dem Scheiterhaufen landen. Ich muss es gut verstecken. Danke. Solltet ihr auf euren Reisen noch etwas aus Margraves Vergangenheit haben, wahrscheinlich abgeschlossen. Würde ich es liebend gerne sehen. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Team. So, warte mal noch. Hier ist auch noch irgendwie was. Gefräßige Tote. Ab nach Jelesna. Da würde all die Quests jetzt nur abgeben. Ja. Jeden Tag mehr Verletzte. So, ich bin mit den Ghoul-Herzen zurückgekehrt. Ja, genau. Ausgezeichnete Arbeit, Freund. Ghoul-Herzen scheinen die Geistlichen in letzter Zeit in unseren Taschen vergammelt. Das ist nicht überraschend. Den Feind zu verstehen ist der erste Schritt zum Sieg. Genau, deswegen reisen wir beide zusammen. Was? Okay. Was noch? Sprecht am Schrein noch in Dank aus, kommt aber auch noch. Boom. Die ganzen Kleinigkeiten, mit denen die Leute hier Probleme haben. Können wir uns doch gerne drum, ne? So, hier ist glaube ich irgendwie die Hauptquest. Ja. Dieser gelbe Bereich hier. Ein Engelshauch. Oh, jetzt ist. Wir haben eine Begleiterin, sehe ich gerade. Stimmt, da war ja was. Hm? Ja, da war da irgend so eine Tante bei uns. Ja. Noch
Niemand ist so cool wie ein Ghoul. Ja. Ich muss warten. Na, irgendwo müssen wir jetzt ja beten. Hallo? Sprecht am Schrein eurem Dank aus. Was hat ihr? Ja, was müssen wir hier machen? Oh, warte mal, müssen wir einen Emote einsetzen? Danke. Danke. Aha. Hat geklappt. Danke. IQ-Moment. Ja, die gehört aber gar nicht. Die gehört aber gar nicht zur Quest. Na, gehen wir noch hier hin. Unbeugsames Fleisch, ja, das ist die Quest. Ja. Ja, komm, machen wir auch noch. Vielleicht durch echt ein paar Sachen daraus schneiden aus diesem. Nee, war eine goldene Sichel hier. Ja, trotzdem mitnehmen zum Verkaufen und Design. Ja. Merkst du? Wie, du nimmst nicht alles auf, was du findest. Ich hab die doch aufgenommen, was willst du denn? Also. Das ist also Gegner. Gegner in diesem Spiel. Zu diesem Tag, zu dieser Jahreszeit hier. Yes. So viele Sachen, die hier noch sind. Da! So viele immer. Kommen nur so viele Gegner immer her. Ja, oh Gott. Das war wie ein Left 4 Dead hier. Irgendwie schon, ja. Hey. Das Ereignis ignorieren wir mal. Aua. Fass mich nicht an. Deine dreckigen, coolen Händen. Jetzt hier aus, sind ja noch Gegner. Ich will auch. So. So, irgendwann müssen wir ja machen. Oh. Geht mir ab. Was ist denn für eine Fetischparty hier? Okay. Achso, ich dachte, wir stehen jetzt einfach nur so und ignorieren das. Was für Rollenspiel stehen die denn hier? Ich brauche mehr Qualen.
Wer? Ich glaube, der mag aus Star Wars. Oder SpongeBob. Mehr. Ich habe ja ganz viel Pasta auf deine Spaghetti. Ja. Mehr. Mehr. Wenigstens gibt es immer gute Memes mit jedem Star Wars Film. Ja. Ja, ich gefühl, das ist der einzige Grund, warum die Prequels noch relevant sind. Ja. So fast wie die irgendwie damals waren anscheinend. Ich frage mich, ob das mit der neuen Trilogie auch so sein wird irgendwann. Ja, das scheint irgendwie, weiß ich nicht. Doch, ich gab ihm nur, was er wollte. Ja. Das scheint irgendwie größer zu sein da. Und Ekstase auseinandergerissen. Doch sein Fleisch ist unnachgiebig. Mischt euch nicht ein. Wir mischen uns ein. So, ich wollte gerade zuschlagen, hat die sich schon verwandelt. Alter. Alter, macht mich fertig. Ja, ich habe meine Ultimate eingesetzt. Ja, ich auch. Warum denn nicht? Seid ihr los? Ah. Oh. Der Daniel schon wieder da. Naja. Die Frau war ein Dämon. Ich habe mich um sie gekümmert. Sie auf eine Belohnung aus. Nehmt den Dolch aus seiner Brust und lasst mich allein. Willst du den Dolch jetzt essen? Feiner Dolch. Das fällt unter die Kategorie Sterbehilfe. Ja. Mehr. Blutstachelklingel. Na gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Okay. Ich gehe mal, keine Ahnung, wo gehe ich hin? Ich drücke mal nach unten. Kyowashat. Das ist die dickste Stadt. Ja. Dann haben wir wieder heute unsere guten Taten erledigt. Wir haben Tüchen. Wir haben Typen einen Dolch entfernt aus der Brust. Ja, das ist die Hauptsache. Wir haben die Mutter von irgendeiner Eulen hier getötet. Segen des Vaters. Was benötigt? Wir haben heute nur gute Sachen gemacht. Wir können stolz auf uns sein. Ja. Irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. So ganz unironisch. Wen vertraut man denn mehr als einen Barbaren und einen toten Beschwerer? Gute Frage, ne? Irgendwie gibt es gar keine so, obwohl Jäger ist irgendwie so eine freundliche, positivere Klasse, als andere sind irgendwie, ja. Weil nicht Droide, Totenbeschwerer. Okay, Droide kann auch. Das erste Mal, was ich gedacht habe, ist hier Miracolex von Asterix. Alles klar, Daniel. Solange du nicht an die Spaghetti gedacht hast, ist alles okay. Was? Der Miracoli. Also.